Sehr gut gemacht vom Torhüter. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Müller! Das ist noch gefährlich. Lucia. Sie haben den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Robben am Ball. Jetzt ist er vorbei. Schlecht verteidigt. Robben! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Eisfeld. Und den Ball hat er sich geholt. Lewandowski. Da ist das Tor. Lewandowski. Wohl einer der komplettesten Stürmer derzeit. Robert Lewandowski. Zeigt hier auch, warum. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Der Schiedsrichter zeigt ihm die gelbe Karte. Damit sollte er aber klarkommen. Als Torjäger ist er ja nicht so extrem gefährdet. Er wird sich einfach etwas zurücknehmen müssen. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Alaba jetzt am Ball. Da passt er auf und hat den Ball. Bastians. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell. Das macht er gut. Götze. Da ist der Treffer für die Münchner. Das hat er stark mit dem Innenriss gemacht. Er kann es eben auch mit Gefühl und Technik. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Da gibt es Gelb für Jerome Boateng. Und jetzt hat er den Ball. Der Angriff könnte was werden. Mario Götze! Da ist er drin, ein tolles Tor. Kommt der Schuss oder doch noch ein Pass für den Torhüter? Sind so 2-gegen-1 Situation natürlich undankbar. Absolut, Wolf, denn egal wie er sich entscheidet, normalerweise ändert das nichts am Gegentreffer, so wie hier. Zur richtigen Zeit. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt es noch extra. Ribéry! Und es fällt ein weiteres Tor. So, jetzt wird es deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird es ein Debakel. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Hertel. Man kann es drehen. Die zweite Hälfte läuft in diesem deutschen Pokalspiel. Und wir sind gespannt, ob die Partie ähnlich weitergeht.
und Ribéry. Das ist jetzt seine Chance. Schuss! Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Wahnsinn! Er kann hier kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion. Das hat er richtig gut gemacht. Eisfeld. Er bleibt weiter am Ball. Will er es alleine machen? Abstoß, da war keiner mehr dran. So, Freunde, hier nochmal der Beweis, das Schiedsrichtergespann lag richtig. Buschi. Und dank der Torlinientechnologie haben wir die Gewissheit, dass der Ball nicht im Kasten war. Er zieht ab! Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Es gibt Eckball. Mit der Faust kann er hier retten. Ribéry mit dem Schuss. Und wieder treffen sie. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da mussten sie einfach den zweiten Ball verhindern. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Er gibt das Foul und der Spieler war schon verwarnt. Jetzt fliegt er vom Platz. Blöde Aktion. Völlig übermotiviert. Da muss er niemals so reingehen. Überflüssig. Terodde. Ja, da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Ja, kein richtiger Druck dahinter. Und so kann er ihn nicht platzieren. Robin schießt. Gleich bringt er die Ecke rein. Super gemacht vom Torwart. Das wird Abstoß geben. Ein paar Minuten haben wir noch auf der Uhr. Aber die Fans, die Bayern-Fans, die sind sich hier schon ganz sicher, Buschi. Ja, und ich glaube auch nicht, dass das hier noch vergeigt. Das müsste ein Sieg für den FC Bayern werden. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt Robben am Ball. Da kann er sich den Ball holen. Er gibt Freistoß, klar. Und ein flacher Ball. Gute Möglichkeit. Und jetzt ein Schuss. Da passt er auf. Ball geklärt. Schießt er ihn rein. Jetzt treffen sie. Aber sie liegen weiter deutlich zurück. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Den Spielverlauf konnte man heute dann doch so erwarten. Ja, sie liegen klar vorn und das natürlich vollkommen verdient. Sie werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Lewandowski. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Eine deutliche, eine klare Sprache. Wer ist der kommende Gegner? Der nächste Gegner von Bayern München heißt Eintracht Frankfurt. Und da müssen sie so spielen wie heute. Dann haben sie alle Chancen. Macht er ihn! Das Tor für den FC Bayern! Ganz starke Vorstellung heute. Und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen sie weiter Dampf. Einfach gnadenlos überlegen. Boah, der passt aber ganz genau. Also 3 Zentimeter höher, dann geht er an die Latte. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Celozzi. David Alaba. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Er zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter. Und eine Karte gibt es oben drauf, aber nur die gelbe. Da war der Schiri gnädig.
Latte, aber der Ball ist noch heiß. Er zieht ab. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Geht er rein? Richtig gute Ecke, aber der Abschluss, der war nix. Nee, da wird er sich ärgern. Die Chance hätte er natürlich ganz anders nutzen müssen. Davon wird man noch lange reden. Das Spiel endet 6:1. Gutes Resultat heute und damit